Freunde, dreht Mois durch. Wir schauen uns von Just Nero. Mois, das kann jetzt nicht dein Ernst sein an. Bonusvideo, Freunde. Ich habe mal wieder getrödelt. Mois. Mit Mois spricht man eine Person direkt an. Im Allgemeinen wird der Ausdruck neutral oder freundlich verwendet, kann je nach Kontext aber auch beleidigend eingesetzt werden. Der genaue Ursprung von Mois ist derweil unbekannt. Mois steht im Verdacht, Spenden im annähernd sechsstelligen Bereich veruntreut zu haben, welche für eine der fatalsten humanitären Katastrophe der letzten Jahre gesammelt wurden, und er tut jetzt alles dafür, dass man von seiner Schuld überzeugt ist. Die meisten von euch werden von Alim schon mal gehört haben. Sei es damals durch doch relativ unterhaltsame Videos, die Kellerzeit, sein Du Lachen, Du Spendenbetrüger-Format oder auch durch die etwas jüngeren Videos, in denen er bedürftigen Menschen Geld zusteckt. Den meisten wird aber wahrscheinlich im Kopf hängen geblieben sein, dass, wenn man in letzter Zeit den Namen Mois hört, irgendein großer Kokolores fabriziert wurde. Ich verweise an der Stelle auf die Videos von Maestro, in denen er ziemlich glaubhaft machen konnte, was für ein wunderbarer Freund Mois doch ist. Also so ein Freund, dass du... Ja, ist schon krass, wie er so abgestürzt ist, muss ich sagen. Also 2017 habe ich Mois verfolgt, da hat er 20.000, 30.000 Abos. Ich war also relativ früh auf seinem Kanal. Und ich muss sagen, er hat wirklich mit seinem Humor und seiner eigenen Art stark überzeugt. Ich habe ihn gefeiert. Aber irgendwann, wo er angefangen hat, mit Tim Gabel, InScope und allem anderen was zu machen, war ich nicht mehr so drin. Also habe ich ihn nicht mehr so verfolgt. Keine Feinde mehr brauchst. Jedes Mal, wenn Mois in den letzten Jahren irgendwelche Vorwürfe abbekommen hat, ist er in den Das ist Alpha Modus verfallen. Soll heißen, Video mit Graufilter, melancholische Musik, deutungsschwangeres Gebrabbel und ein graues Wir müssen reden oder Real Talk Thumbnail. Er hält in diesen Videos wirre Reden, ohne das zu thematisieren, was ihm eigentlich vorgeworfen wird, aber dafür faselt er halt Zeug vor sich hin, den er irgendwo eins zu eins von irgendeinem Anime-Protagonisten gehört hat. Die Überschlagungen ereignen sich gerade mal wieder. Gehen wir erstmal auf Anfang. Aber vorher. Bitte versucht zuzuhören. Mit Kopfhörer von Anfang bis Ende. Mein langjähriger Partner Just Legends hat einen rausgehauen. Ich muss leider... Just Legends Werbung wird leider geskippt. Weiß, dass sie von mir kommt. Weiter im Video. Am 6. Februar 2023 kam es in der Türkei und im Norden Syriens zu einer humanitären Katastrophe. Zwei Erdbeben der Magnitude 7,8 und 7,5 verwüsten die betroffenen Gebiete, kosten knapp 60.000 Menschen das Leben, weit über 100.000 wurden teilweise schwer verletzt. Über 23 Millionen sind direkt betroffen. Eben durch Verletzungen oder auch durch infrastrukturelle Zerstörung, die hinterlassen wurde. Eine Textbuch-Katastrophe. Influencer bekundeten nicht nur Solidarität, sondern engagierten sich bereitwillig, mobilisierten ihre Community und riefen zu Spenden auf. So auch Mois im Video, ich fliege nach Türkei und helfe selbst in Katastrophengebiet. Weil es jetzt nicht sachdienlich ist, kneife ich mir an der Stelle Korrekturen vom Titel, auch wenn es ist wie ein Jucken, dass man einfach nicht kratzen kann. Sei es drum. Jedenfalls war er in der Lage, einen sechsstelligen Betrag zusammen zu klimpern. Wenn ich über sowas in einem meiner Videos spreche, heißt das leider meistens nichts Gutes. Der YouTuber Shiano hat vor einer Woche ausgepackt, der war nämlich zusammen mit Mois in der Türkei und der hatte einiges Interessantes zu sagen. Shiano war damals der Geschäftspartner von Mois. Also an erster Stelle ist schon traurig, was in der Türkei so abgegangen ist, aber ich finde es gut, dass sehr viele Influencer damit angepackt haben und wirklich was bewegt haben, geholfen haben. Wirklich Respekt an jeden Einzelnen, der mitgeholfen hat. Beileid übrigens an der Stelle. Und wir wollen uns jetzt einfach mal gemeinsam anhören, was der uns so zu erzählen hat. Um euch ein bisschen aufzuklären, es fing halt so an, dass ich halt am Anfang, also der Kontakt zwischen uns fing halt so an, dass ich eine App gemacht habe und dann wollte ich bei ihm ein Placement machen. Und dann bin ich halt dorthin gegangen. Wir haben ein Video gedreht und ja, dieses Video ist inzwischen halt auch gelöscht. Das hört sich natürlich erstmal toll an, wenn man zusammenarbeitet, jemanden zigtausende Euro in die Hand drückt und das Video dann ohne vorherige Absprache einfach verschwindet. Da muss ich nicht mal im Konjunktiv bleiben, das ist beweisbar. Es kommt natürlich darauf an, wie lange das her ist, aber da Rücksprache zu halten, wäre jetzt eigentlich auch kein Problem gewesen. Vor allem, wenn man halt das Geld abkassiert, mal eben Bescheid sagen, ist kein... Ja, okay, das ist schon mies, aber ich glaube, da kann man rechtlich was machen, oder? Ich meine, wenn mir jetzt jemand Geld für ein Placement gibt, ich mache das Placement, nimm das Geld... Dann stelle ich mein Video offline, da kann ich doch dafür belangt werden, oder nicht?
großer Deal, oder? Vor allem, wenn das so auf einer privaten Ebene stattfindet. Wenn man mit irgendeiner Firma, die irgendwo sitzt, kommunizieren müsste, was sich schwerer gestaltet, würde ich es noch eher verstehen. Naja, eigentlich ist das auch noch harmlos. Quasi null Anfang. Es gibt eine Smart-Portemonnaie-Marke, die sich iClip schimpft. Dieser Portemonnaie-Marke war es wichtig, etwas herauszubringen, was eh keine Sau benutzen kann. Wir reden hier von einer ganz erschwinglichen Klimperbüchse im Wert von nur 40.000 Flöckchen. Die gibt es aber auch ohne Diamanten, die kostet dann nur 20.000 Euro. Junge, 40.000 oder 20 für ein Portemonnaie. Wer ist wirklich so hängen geblieben und kauft das? Ich meine, es gibt ja genug Konsumopfer von irgendwelchen Markenkleidungen und so, aber ganz ehrlich, ist alles nichts wert. Piss dich! Falls sich gerade einer fragt, welcher Volltrottel rennt denn bitte mit so einem Ding in der Hand rum? Ja, wer auch sonst war. Gucken wir mal. Tut euch ihr Hack und iClip Germany, wir sind an meiner Seite. Bruder, das ist ein 20.000 Euro Vollgold iClip. Wenn man denen folgt und man mir das zeigt, gewinnst du diesen 20.000 Euro iClip. Ich darf das nicht verkaufen, Leute, ich hätte das Geld selber. So, du hättest das Geld lieber selber, sagst du. Ist ein Satz, der jetzt nicht allzu gut gealtert ist. Du bist ja ein ganz gütiger Mensch, ne? So, der random Leuten einfach auf der Straße eine Freude machen möchte. Um des anderen Glückes willen. Du hast das Ding natürlich wirklich verschenkt. So, klar wissen wir ja. Sonst wärst du nämlich ein ziemlicher Blender, der sich damit als großen Ehremann hinstellen will, aber eigentlich nur ein schmieriger Schmierlappen ist. Deswegen gut, dass du das wirklich abgegeben hast, oder? Und huch, was ist denn das? Stand jetzt ist das Teil bei mir. Und zwar, hier könnt ihr das sehen. Es ist bei mir. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ... Hä, wo hat der Typ das jetzt her? Ich dachte, das gehört Mois und er wollte es verschenken. Mois exposed hat, ist so weit gegangen, ein 20.000 Euro Portemonnaie zu kaufen, um über einen Kerl, der gerade eh von allen Seiten Bomben bekommt, zu lügen. Oder Mois hat da so ein wenig geschwindelt und mal wieder mit Geld Scheiße gebaut. Schwierig zu beantworten, welche Option da die wahrscheinlichere ist, vor allem, weil es ja nicht das erste Mal wäre. Hören wir doch einfach mal, was dieser gute Mann uns noch so alles zu sagen hat. Wie landet das Teil bei mir, ist die Frage. Ja, gute Frage. Ich kann euch das beantworten. Und zwar war das so, dass dieser Typ mich drum angebettet hat, dass ich ihn das abkaufe, weil er kein Geld hat, denn er ist broke. Und ich dachte mir so, ich habe ihn mehrmals gefragt, bist du sicher, dass du mir das verkaufen willst und sowas? Und er hat mir das ganze Zeit so aufgedrängt, dass ich ihn das abkaufen soll. Ja, also unangenehm. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, warum kauft der Typ das dann Mois ab? Also sorry, aber auch komplett hängen geblieben. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ey Bro, kauf mir das bitte ab, nur 20.000. Digga, geh woanders hin. Stelle, wenn man doch broke ist, warum flext man dann die ganze Zeit mit seiner Kohle und inszeniert sich als gütiger Spender? Warum flext man überhaupt mit Geld? Egal. Manch einer würde sagen Pimmelverlängerung. Ich würde sagen, ja, eigentlich würde ich das auch sagen, natürlich nur metaphorisch. Nun kommen wir allerdings zum dicksten Brocken. Und zwar, worüber wir am Anfang gesprochen haben, der Erdbebenfall. Hören wir doch einfach mal dem Augenzeugen und Begleiter von Mois zu. Wieso macht eigentlich ausnahmslos jeder, der mal was mit Mois zu tun hatte, irgendwann ein Video gegen ihn? Und warum hat das fast immer mit Geld zu tun? Jedenfalls erzählt uns Chiano detailliert, wie alles zustande kam und beweist auch, dass er mit dabei war. Das ist unumstößlich. All diese Leute, ihr tut mir leid, dass ihr ihm dieses Geld auf PayPal geschickt habt. Er hat in kürzester Zeit hat er über 90.000 Euro auf PayPal nur durch dieses Video, was er damals gemacht hat, an Spenden bekommen für das Erdbeben-Ding. Und das war der Stand, den ich nach relativ kurzer Zeit gesehen hatte. Ich weiß, dass es eigentlich über 110.000 Euro auf jeden Fall gewesen sind. Und dieser ganze Trip, der euch da vorgespielt wurde, hat maximal, ne, und selbst das ist hardcore übertrieben schon, 20.000 Euro gekostet mit Flügen und alles drum und dran. Und das ist hardcore übertrieben. Gut, okay. Es sollen über 110.000 Euro gespendet worden sein für die ganze Aktion. Und für die ganze Aktion wurde 20.000 ausgegeben. Ich finde das eh ein wenig seltsam. Wieso wurde das Geld nicht einfach direkt gespendet, statt dass Mois sich davon den Flug oder sonst irgendwas bezahlen lässt? Es wäre wahrscheinlich einfacher und sogar effektiver gewesen. Ist nicht so, als hätte es dafür keine Anlaufstelle gegeben. Ich sag es aber mal so, solange das Geld für einen guten Zweck benutzt wurde, wäre das aber trotzdem gut und löblich, dass man sich dafür einsetzen will.
das würde die Angelegenheit nicht kaputt machen. Ist nur etwas komisch gelöst. Im Video selbst hat Mois LKW-ähnliche Fahrzeuge beladen und behauptete, dass das noch lange nicht alles war. Er hätte noch 40, 50 weitere beladen. Aber das wäre ja hinter der Kamera passiert und es wurde einfach nicht mit aufgenommen. Augenzeugen sagen hingegen das hier. In diesem Video wird halt auch gezeigt, dass er da diese LKWs da, die wir, also ich habe da mitbeladen und alles, die wir beladen haben. Das waren ja auch keine richtigen LKWs. Aber das, was ihr im Video seht, war alles. So, weil er hat halt irgendwie auch nochmal gesagt, davon sind irgendwie... Okay, das ist schon heftig ehrenlos, wenn man wirklich sich den Großteil des Geldes einsteckt, was die Leute eigentlich für die Erdbebenopfer gespendet haben. Also das wäre wirklich ehrenlos, wenn das stimmt. Weil, soweit ich weiß, hat Mois noch dazu nichts gesagt. 30, 40, 50 Stück noch, die wir nicht aufgenommen haben oder so. Nein, das auf dem Video war alles. Alter, ihr müsst euch das allein mal vorstellen. Wenn das so stimmt, nutzt Mois einfach so eine Katastrophe aus, um sich als Held zu inszenieren, lügt aber einfach nur von vorne bis hinten. Wie ekelhaft ist es, so etwas zu instrumentalisieren für den eigenen Zweck? Selbstbeweihräucherung und Imagepolitur. Zurück zu dem Geld. Erzähl mal, wie viel hat Mois denn wirklich verteilt? Und der Wert davon, nur von diesen, von den Vorräten, die wir verteilt haben und sonst etwas, belief sich noch nicht mal. Nicht ansatzweise auf 10.000 Euro, ne? Nicht ansatzweise, es ist sogar unter 5.000 Euro. Das sind harte Anschuldigungen und wenn das alles so ist, wie beschrieben, sollte der Kerl auch wirklich beim letzten verblendeten Fan unten durch sein. Es wird tatsächlich ein wenig haarig für Mois. Der YouTuber zeigt noch einige weitere Dinge, die ihn dahingehend schwer belasten, zum Beispiel. Noch mehr Dinge? Also diese eine Sache, bin ich euch ehrlich, reicht schon, um jemanden komplett wegzucanceln. Und das in dem Fall auch verdient. Aber was gibt's denn noch für weitere Sachen? Kontoabrechnung. Finde ich ein bisschen sus. Es ist natürlich nicht unumstößlich bewiesen, aber ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es ziemlich glaubhaft gemacht wurde. Wie dumm wäre es denn auch, das alles zu erfinden? Hätte Shia nur gelogen, wäre Mois erste und einzig richtige Reaktion natürlich eine Abmahnung gewesen. Sofort rausschicken. Aber das ist pfeffert. So und nicht anders hätte ich das logischerweise auch gehandhabt. Mois hat allerdings ein bisschen anders reagiert. Der YouTuber Momoody, von dem ich viele Infos hier habe, sein Video ist verlinkt, hat mit Shia nur geschrieben. Hört einfach mal selbst. Ich habe mit Shia nur Kontakt aufgenommen und der zeigt mir dann, wie Mois ihn schrieb. Das, was ich gesehen habe, fand ich komisch, weil in der Nachricht wirkt es einfach so, als würde Mois sich bei ihm einschleimen, damit er es wieder rausnimmt. Und ich denke mir so, wenn jetzt ein Shiano Lügen erzählen würde, dann müsste Mois ihn ja konfrontieren und sagen, ey, was hast du für eine Kacke über mich? War aber nicht so. Ein Statement gab es auch nicht von Mois. Das ist... Mo Moody ist wirklich sehr stabil unterwegs. War auch einer der ersten, die mich angeschrieben haben und mir wirklich ein, zwei gute Tipps gegeben haben, was Thumbnails angeht. Also Mo Moody, Grüße gehen raus. Auf seine Videos müssen wir auch mal reagieren. Bisschen komisch. Mois hat ja blitzgescheit gemerkt, dass das Internet schnell vergisst. Seine alten Skandale hat er auch immer erfolgreich unter den Teppich gekehrt, weil nach ein, zwei Wochen... redet halt eh keiner mehr drüber, ne? Bis zur Maestro-Sache halt. Die hat ihm so ein wenig das Genick gebrochen. Er versucht es auf jeden Fall schon wieder. Es sollte für Mois doch wirklich spielend leicht sein, diese Anschuldigung aus der Welt zu schaffen. Er müsste dafür einfach nur Transaktionen zeigen. Das Ganze lief über sein eigenes PayPal-Konto. Wäre super easy. Was macht er stattdessen? Alles dazu öffentlich wegignorieren, Kommentare, die darauf hinweisen, löschen und sogar einige Begriffe, die in die Richtung Spendenbetrug gehen, blacklisten. Ja. Ja, das ist schon wirklich sehr auffällig. Ich meine, wenn ich jetzt Spenden einsammel und sie für die Erdbebenopfer ausgebe, dann werde ich doch wohl irgendwo Belege dafür haben. Man hat ja für alles heutzutage einen Beleg. Und wenn nicht, dann die Transaktion, wie Just Nero sagt, vom Konto, wohin das Geld eigentlich gegangen ist. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Momoody zum Beispiel hat Folgendes kommentiert. Zitat, bitte äußere dich zu den aktuellen Behauptungen bezüglich der Türkei-Spendenthematik. Ratet mal, auch sein Kommentar ist, nachdem er einige Likes bekommen hat, spurlos verschwunden. Daraufhin schrieb Momoody nochmal, ey, bitte hör doch auf, Kommentare zu löschen. Dreimal dürft ihr raten, was er nicht getan hat. Ich check es irgendwie nicht. Zeig die scheiß PayPal-Verläufe. Meine Güte. Man kann bei PayPal übrigens auf die letzten 7 Jahre zurückgreifen. Die Transaktionen sind mit einem Klick downloadbar. Du müsstest das dann nur in ein Schnittprogramm reinziehen. Mehr nicht. Was ist mit dem Geld passiert, Mois? Wofür hast du es ausgegeben? Sag doch mal. Also ich verstehe echt nicht, wie YouTuber immer noch Kommentare löschen können. Ich habe wirklich noch nie einen Kommentar gelöscht und ich denke mir so, lass doch den Kommentar stehen, weil wenn du so einen Kommentar löschst, dann ist doch noch auffälliger,
dass an dem Kommentar was dran ist. Wenn es jetzt keine dumme Beleidigung ist, sondern Kritik. Du willst doch nicht, dass alle von dir denken, dass du wirklich 100.000 Euro veruntreut hast, was für Menschen gedacht war, die alles verloren haben. Du hast ja nicht deine Community mobilisiert und vor allem dann am Ende noch die Namen der Spender eingeblendet, mit Leid, Tod und Verderben dazu gebracht, helfen zu wollen, um dir das in die eigene Tasche zu wirtschaften. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt kommt aber der Kicker. Mois macht sich selbst diese Vorwürfe noch zunutze. Mitnehmen, was nicht festgetackert ist, wa? Er hat das Video Wir müssen reden hochgeladen. Trauriger Blick nach unten. Ne? Noch trauriger gucken, Farbenmacher? Oder so ein bisschen betroffen? Mehr traurig, so? Ne? Betroffen sein? Ganz wichtig, Real Talk draufschreiben. Wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, für dich Mois, das ergibt 2, checkt man ja, dass er damit so tun will, als würde er sich zu den Vorwürfen äußern. Er redet einfach nur mit dem Gründer von 4Bro. Kein Wort wird zu der Spendenthematik verloren. Mois hat ja jetzt so eine Geschäftsverbindung mit 4Bro, behauptet, er wäre der CEO oder der Chef, Handelsregister sagt er was anderes. Generell ist die ganze 4Bro-Geschichte auf so einem erbärmlichen Lügenkonstrukt aufgebaut. Er behauptet zum Beispiel, dass er extra dafür eine riesige Halle gebaut hat. Haben wir wirklich 6 bis 7 Monate lang erarbeitet und gebaut. Um 13.000 Quadratmeter. Ja, nee, stimmt halt nicht. Die stand da schon vorher so und du hast dich einfach nur reingesetzt. Die ganze... Ja, okay, das ist peinlich. Ich weiß nicht, warum man auf Krampf lügen muss, um halt irgendwie auf Krampf krass oder cool rüberzukommen. Ich sag euch was, wenn ihr einfach ehrlich seid, seid ihr schon am krassesten. Weil Ehrlichkeit heutzutage wirklich selten geworden ist, vor allem in dieser Social-Media-Fake-Welt. Also von mir werdet ihr solche komischen Fake-Moves nie sehen. Und auch nicht sehen, wie ich für irgendeinen Dreck werbe, wie Alkohol, Fastfood oder sonst was. Die Thematik ist einfach unglaublich riesig. Es wurden mutmaßlich sogar Klicks gekauft. Dieser Anstieg plötzlich mitten in der Nacht. Sass. Deutlich mehr Klicks machen als den ganzen Tag über, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein eigenes Video, genügend Material ist wirklich geboten. Momoodis Videos dazu sind wie gesagt auch verlinkt. Das einzige, was jetzt noch gefehlt hat, ist, dass der beste YouTuber, Gerolsteiner TV, behauptet, Mois wäre unschuldig. Weil wie wir wissen, wegen Gerolsteiner TV irgendwas behauptet, können wir fast mit Garantie... Boah, ist das nicht dieser komische Typ? Ich glaube, ich habe ein Video zu seiner Person von Onurjan gesehen, aber einfach nur Schmutz, wenn man die ganze Zeit Clickbait macht. Sicherheit davon ausgehen, dass exakt das Gegenteil der Fall ist. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Lasst seine Brüder Malik und Abu Julo in Ruhe. Die haben mit dieser ganzen Thematik nichts am Hut. Gerade werden die nämlich völlig unberechtigt gehatet. Es wird teilweise geschrieben, dass sie einfach in der Hölle schmoren sollen und so weiter. Die können nichts dafür. Und ja, sehe ich halt auch so. Also man kann ja nichts dafür, wenn der große Bruder komische Moves im Internet macht. So, die sind selber im Internet, die machen ihr eigenes Ding. Das heißt ja nicht, dass sie genauso komische Moves machen werden oder überhaupt machen. Und ich meine, jeder macht sein eigenes Ding und steht für seine eigenen Taten gerade. Gehört habe, sollen die sogar versucht haben, Mois wieder auf den richtigen Weg zu schieben. Leider vergebens, wie ihr hören konntet. Lasst die bitte, wie gesagt, einfach in Ruhe. Sippenhaft ist so ein wenig outdated. Außer in NK natürlich. Damit würde ich sagen, liked bitte mein Video. Ich guck mal, ob es was bringt, wenn ich am Ende daran erinnere, beziehungsweise danach frage, weil es vergessen halt wirklich viele. Wenn das am Ende eine Wirkung hat und ich sehe, dass mehr Leute dran denken, sofern sie es liken wollen, muss ich euch natürlich nicht mehr mitten im Video nerven. Vielleicht kommt dann, wie gesagt, nochmal was zur 4Bro-Thematik. Keine Ahnung, werden wir sehen. Tschüss! Wirklich ein sehr hartes Video gegen Mois, es stehen wirklich harte Anschuldigungen im Raum. Für mich ist die Entwicklung von Mois sehr traurig mit anzusehen, weil 2017, wo er noch neu war, habe ich den wirklich sehr gefeiert. Ich glaube, viele andere haben ihn 2017/18 noch auch sehr gefeiert, sehr den Humor gefühlt. Und dass das jetzt alles so in die negative Richtung driftet, das hat ja alles mit diesem Maestro-Statement begonnen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, Mois wird einer der krassesten deutschen Influencer. Aber dennoch sollte man sein Statement abwarten und gucken, ob da wirklich was dran ist an den Vorwürfen. Man darf jetzt nicht so tun, als würden alle Vorwürfe stimmen. Seid so fair und wartet sein Statement ab. Und wenn euch meine Reaction gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und ganz wichtig, abonniert diesen toxischen Kanal. Bis zum nächsten Mal.